Premiere der ersten digitalen Awardshow von Best of Swiss Gastro. Gastgeber ist Gastrounternehmer Michel Peckler. Sein Seerestaurant Lo ist für die Kategorie Fine Dining nominiert. Er hat es mit seinen Geschäftspartnern bei Best of Swiss Gastro bereits mehrfach aufs Podest geschafft. Warum macht ihr immer wieder mit? Was bringt euch das? Also ich glaube, es bringt extrem viel marketingmäßig. Das muss man wirklich sagen. Und es gibt eine unglaubliche Motivation für die Mitarbeiter. Also schlussendlich wollen die Mitarbeiter immer. Und sie wollen und sie wollen und sie wollen gewinnen. Und ich glaube, dann merkst du den Drive, den wir in dieser Firma haben. Weil es ist eigentlich ein Gewinn auch für die ganze Crew, die wir haben. Ich meine, der Fabio ist, glaube ich, so stolz, der schläft die Nacht ganz sicher nicht. Ich glaube, auch unser Weinkeller ist heute Nacht leer dort hinten. Und es ist alles völlig okay, weil er ist so stolz. Und natürlich wir auch, aber er, für ihn ist das wow. Es ist natürlich eigentlich einfach massive Aufmerksamkeit, die man durch das kriegt. Das ist sehr, sehr cool, was auch der Kummers hier geschafft hat für uns, also respektive Best of Swiss Gastro. Und das zweite, eigentlich ganz, ganz grosse Benefit für uns ist, es ist eine enorme Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber. Weil schlussendlich ist es ein Gästepreis. Wir können eine Hülle kreieren, aber die Mitarbeiter füllen die Hülle mit Leben. Oder? Und wenn bei jedem zweiten Tisch eine Reklamation kommt, gewinnt man kein Best of Swiss Gastro. Ergo ist das eigentlich der Preis, der hauptsächlich den Mitarbeitern gehört, weil sie machen es überhaupt möglich, dass wir den Preis gewinnen können. Und das ist enorm schön, dass wir eigentlich das Kompliment unseren Mitarbeitern weiter respektive auch zurückgeben können. Ohne das wäre es gar nicht möglich. Was bringt das der Gastronomie, dass er in so einem, dass er in diesem Netzwerk mitmacht? Also erstens mal in der ganzen Schweiz. Das ist so gute Werbung für uns. Also ich sage, es kommen in der Milchbar jetzt noch Leute, die sagen, hey, ja, Best of Swiss Gastro, haben doch dort mit der Kaffeebar gewonnen. Und es ist so ein schönes Gefühl. Und auch jetzt mit dem Lo sowieso, was eine neue Eröffnung gegeben hat, neu umgebaut. Und bis das alle mal mitbekommen, ist das wirklich Gold wert, dass wir so eine Preisverleihung noch gewinnen zusätzlich. Ja, das ist wirklich das Schönste, was passieren kann. Die Gastrozauberer rund um Michel Peckler nehmen es vorweg. Das Seerestaurant Lo gewinnt die Kategorie Fine Dining. Die geladenen Gäste erleben auf Großleinwand, das Lo gewinnt auch den Mastertitel. Hey, yeah! Michel Peckler, zuerst mal Doppelsieg, Premiere. Was ist da als erstes den Kopf geschossen? Einfach unglaublich stolz auf meine Leute. Oder? Also, weil allein bringe ich das nie an. Also, der Florian Weber, mein Partner, der führt heute den Betrieb und er führt den Betrieb. Und ich bin so gestört, ich wäre gar nicht mehr fähig, um so etwas zu machen. Ja, eigentlich einfach nur Freude, weil ich meine, es ist für uns nicht jeden Tag, dass wir ein Best of Swiss Gastro gewinnen, vor allem nicht in dieser Kategorie Fine Dining. Eben, die Michel hat so schön gesagt, eigentlich die Fischnusperli respektive die Wurtwurst, die Beizen sind wir. Und jetzt dürfen wir einen Preis entgegennehmen im Fine Dining. Das war schon mal eine riesen Überraschung gewesen. Und dann natürlich haben wir eh schon Freude gehabt über diesen Preis. Und dann ist noch das zweite grosse Kreuz hinten drin gekommen, das wir auch noch nie gewonnen haben. Und dann ist natürlich noch viel mehr Freude da gewesen. Ja. Sehr, sehr viel Zufriedenheit auch, ja. Genug Tuig. Es war unbeschreiblich. Also, ich bin da gestanden, plötzlich läuft das Kreuz rein. Ich kann nicht mehr können. Das war so ein schöner Moment. Also, und dann zuerst das erste Kreuz und dann sogar noch das zweite. Das war unglaublich. Also, ja, und vor allem auch für das Team und mich ist das richtig. Also, wir sind so stolz darauf, dass wir das gewonnen haben. Ja. Diesen Stolz vergüten die Pumpstationler ihren Gästen. Getränke und der exklusive Sechsgänger, alles geht aufs Haus. Was
viel gibt, muss auch viel haben. Und etwas haben, das geht nur mit dem richtigen Erfolgsrezept. Mit Herzblut arbeiten viele, aber ihr habt jetzt schon wahrscheinlich etwa 6 oder 7 Podestränge. Da macht ihr ja schon noch etwas mehr als nur Herzblut. Definitiv. Also wir probieren natürlich das gesamte Konzept anzuschauen. Bei uns ist Essen enorm wichtig, aber es hört eigentlich beim Tellerrand nicht auf, sondern es geht eben auch über den Tellerrand raus. Oder bei uns ist das Konzept wichtig, dass es im Ganzen funktioniert. Also dass es auch Licht stimmt, dass der Gast, wenn er reinkommt, dass der Mitarbeiter ihn schön begrüßt, dass das Essen so ist, wie es sein sollte. Aber dass eigentlich der Gast schlussendlich zum Restaurant rausläuft und sagt, hey, ich habe einen mega schönen Abend gehabt, ich möchte das wieder erleben. Oder wir sehen es eigentlich nicht nur als Gastronomen, sondern eigentlich wirklich als Unterhalter. Und das sind ja so viele, die sagen, wir sind auf der Bühne, die Mitarbeiter sollen sich wie auf der Bühne verhalten. Und ich finde, dann müssen wir einfach auch eine Bühne sein, aber das Ganze auch anschauen im Vergleich zu einem Theater oder zu einem Tina Turner-Konzept oder zu einem Fußballspiel. Wir sind eigentlich ein Unterhalter. Wir tun die Leute unterhalten und zwar am ganzen Abend. Und wenn die Leute rauslaufen und sagen, ich möchte hier wieder retourkommen, weil ich ein schönes Erlebnis hatte, ist das eigentlich für uns das beste Kompliment, das wir kriegen können. Ich glaube, ganz ehrlich, du musst einfach ein bisschen querdenken. Du musst nicht nur Gastronomie anschauen, sondern den Gast. Und ich glaube schon, dass sehr viel den Gast vergessen und irgendwie das, was sie gelernt haben an einer Hotelfachschule oder sonst irgendwo im Vordergrund stellen und nie überlegen, wo denn das der Gast? Ist denn der Gast ist ja der, der sich wohlfühlt bei uns, oder? Und wenn du unsere Gastronomie anschaust, wir machen ja immer Bühnen, wir probieren eine Wärme hineinzubringen, wir probieren ein Theater in die Gastronomie hineinzubringen. Weil das Sehen und Gesehen werden und überlegen. Und wir setzen uns massiv auch auseinandersetzen mit der Handygesellschaft, die nicht mehr miteinander reden kann. Und wir probieren immer, wenn du in das Restaurant reingehst, kannst du 3 Stunden über jedes Detail da rein reden. Und ich glaube, das ist schon das, was recht viel vergessen wird.